Das So, stimmt was sind denn allerdings. Crumpets? Ich will noch Crumpets haben. Geht nicht auf die Schienen, ey. Ich höre den Zug schon wieder. Wer lässt sich denn bitte von den scheiß Zug überfahren? Ich weiß auch nicht, irgendwelche Noobs. Irgendwelche Amateure. Aber wie geil wir alle da wieder rauskamen. Oh, hallo. Du auch hier. Was macht ihr denn alle hier an der Regenerationsstation? Wir sind Ja, hat Crumpets. gerechnet. Und Crumpets sind Chips, also Kekse. Krampen? Das Lieblingsgericht von Leuten, die Dinge sagen wie also erlauben Sie mal und wie überaus drollig. Wer so viele gottverdammte Crumpets verputzen, das wird die reinste Krampokalypse. Krampokalypse. So viele Crumpets wird sie essen, ey. Aber was erlauben Sie sich? Wie drollig. Wo bleibt ihr, Crumpets? Stell das Radio hier ein. Ja, und ich habe gerade noch ein bisschen an dem. Hier ist so ein Rad, an dem ich rumdrehen kann. Oh, Ich habe irgendwas. da steht Beware tot! Ja, ich habe da jetzt ein bisschen dran rumgedreht. Aufdreht am Rad. Aber jetzt passiert gar nichts. Ich habe auch noch mal dran gedreht. Wer schießt denn da? Irgendwer schießt da. Von wo? Maokai wieder. Mordecai. Ey, gut, gehen mal wieder. Also ich bin schon an der Teeparty. Es sind 5 Stühle da mit jetzt, wenn Sir Reginald einen Ach, wir bekommt. haben, für jedes Mal, wo wir gedreht haben, haben wir einen Helikopter gespawnt, die uns jetzt verfolgen. Ach so. Das könnte interessant werden. Ich habe ein paar Mal gedreht. Ja, ich habe auch so ein paar Mal dran rumgedreht. Lass Sir Reginald Platz nehmen. Das habe ich auch gerade gelesen. Prinzessin Fluffbutt. Fluffy Butt. Die haben sogar alle ein eigenes Namensschild auf dem Tisch. Ja, das ist ja auch eine richtig exklusive Teeparty, das ist ja nicht irgendeine. Da kann ja nicht jeder hin. Oh, es ist. Da ist noch ein richtig geiler Wort. Also so ein richtig geiler Witz. Ups. Marv, du hast die Mine aktiviert. Und mir ins Gesicht gesprengt. Ich habe gedacht, das mache ich gleich nochmal. Du brennst jetzt aber selbst. Ja, lest euch mal weiß. Bitte alle 4 Schilder durch, die auf dem Tisch sind. Lady Tina, off, blow up your face. Und hier der Tür, auf dem ich draufstehe, das ist ja auch ein Gast. Evil Bastard that killed my parents. Dieses Ding hier. Es scheint wohl runtergefallen zu sein. So, lassen wir mal die beiden Platz nehmen. Diese Sache, ja. Sir Reginald ist am Platz. ja. Super. So, Teeny. Ey, der Sir Reginald ist so eine kleine so eine kleine Grille. Jetzt müssen wir noch den Ehrengast einladen. Oh, der Ehrengast! Wer ist denn? Ich bin doch der Ehrengast. Flashstick! Brauchen Flashstick noch. Ein Fleischstick. Und Band? Ey, hast du die schon gesehen? Hier liegt so eine Bombe in der. Wer hat da gerade gefurzt? Hä? Weißt du, die fängt voll das Furzen an und kreist, schaut sich völlig unschuldig um. Hä? Wie ich? Nein. Ja, Marv, das ging wohl nach hinten los. Wer es hat zuerst gerungen? Dem kam es. Das ging wohl von hinten los, ey. Dein Hut verschafft dir keine Manieren. Hier ist Flashstick, wir müssen ihn da reinlocken, ne? Ich hab ihn, ich lock ihn zu da, ich lock ihn dahin. Hier ist Flashstick, komm mit, Leute. Ich hab ihn. Komm, Flashstick. Komm schon. Nicht anschießen, schieß ihn noch nicht tot. Jetzt hast du ihn. Ich wollte Marv ein bisschen heilen, deswegen habe ich aus Versehen den anderen getroffen. Flashstick, komm. Komm, Keule. Warum rennst du so? Ich weiß das auch. Oh, wir haben ihn gefangen. Du bist herzlich eingeladen, Schwein. Gut gemacht, Freunde. Just in diesem Moment wird Flashstick durch die Tunnel gesaugt. Oh, er ist hier oben drin.
Und jetzt sitzt er da. Er kommt jetzt hier raus, bestimmt. Ja, bestimmt. Wie geil ist das denn, bitte? Oh, wir müssen abgeben, dann kommt er. Flashstick in Führung ruft einem alte bla bla. Was steht da? Flashsticks in Führung ruft einem eine alte pandorianische Redensart ins Gedächtnis. Willkommen auf unserer Party, Bruder. Flashstick ist auf dem Klo, macht sich hübsch für das große Ereignis. Die Party kann beginnen. Ich guck mir das von hier oben an. Okay, wir müssen den Schalter drücken, dann kommt er. Wo bist du? Alle da, Kreis? Ich guck von hier oben. Okay. So. Ist der Gast. Da ist er. Deine Eltern haben bestimmt geschrien, als sie draufgegangen sind, hm? Wenn du bereit bist für die Party, verpasst bitte Mr. Flashstick eins in seine Schweinefresse. Ja, yeah, Mann, ey. Oh, eins hab ich vergessen. Flashsticks Freunde sind auch eingeladen. Die kommen, oh, Flash, da kommen sie schon. Das ist doch eine voll krasse Teeparty. Die ist so richtig krass. Glaube nicht. Eine voll krasse Teeparty. Fick dich, hat er gerufen. Eierknacker. Fick dich, hat er gerufen. So ein Schlingel. Deine abprallenden Geschosse irritieren mich total. Hau einfach drauf. Oh, guck mal, da kommt einer mit dem Schild. Erstmal den Kleinen wieder wegballern da vorne. So, hab dem Kleinen den Kopf abgeschossen. Zwei mit dem Schild. Sind das alle, die hier nur zur Teeparty kommen? Ich dachte, da kommen noch ein paar mehr. Da kommen noch mehr, das war Welle 1 von 3. Genau. Ein paar Granaten wären nicht schlecht. Schlage die Gästewellen in die... Kann man die keine Moon kaufen irgendwo? Oh, Iridium. Oh ja, gute Idee. Oh, jetzt ist Reginald unterbrochen. Schnauze. Das läuft doch ganz gut hier. Ja, also bis jetzt kommen sie nicht weit nach vorne durch. Oh, was kommt da hinten? Badass Goliath. Oh, der hat eine richtig fiese Knarre, seht ihr das? Ja. Und da ist noch ein Beuteschurke. Es kommt direkt auf uns zu. Oh, du Schlampe, wirst bald sterben, ey. Das geht ja gar nicht. Oh, der bricht durch. Bricht durch. Tower Defense, Leute. Ja, das kennen wir ja. Hey, der will ihn retten, der will ihn retten hier. Wow. Wo brennt der denn hin? Mach der Fette da. Nein. Scheiße, mach doch mal hier ganz Circle Power. Kann ich einen aufheben? Hä? Aufheben. Oh nein, ich bin. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab die Ballerei unterbrochen. Lieg am Boden. Liegt Dalu auch noch am Boden? Ich lieg auch noch am Boden. Ich bin gleich tot. Okay. Ah. Ah. Danke. Ich hab Facelock safe gemacht. Gut. Oh, Munition, gute Idee. Oh, sie kommen schon wieder. Keine Zeit zum Looten, Leute. Oh. Oh, sie sind durch. Quatsch. Ich bin tot. Ganz schlecht. Danke. Jo. Meine Munition ist alle. Hast du keine andere Waffe dabei? Oh, hier ist noch so ein großer. Okay. Jetzt kommt die letzte Welle, das war erst Welle 2. Hier sind noch Waffen, nimm dir eine mit. Wie mich. Flashstick. Noch ein Crumpet, Prinzessin?
dich bist. Ach scheiße, was hab ich denn jetzt? Ich hab meine Waffen gewechselt. Oh, jetzt in so einem Moment. Nein! Was ist denn das? Das ist eine Trollwelle? Weil hier nur noch kleine Zwerge kommen. Da hinten kommen so ein paar große. Oh, ein paar. Sehen die nicht aus wie der Duke? Wow. Boah. Das war gut jetzt. Was geht denn draußen denn ab hier? Die sind so ein bisschen irre, ne? Ja, ein bisschen. Kommen jetzt noch mehr. Oh. Da kommt noch was ganz Fettes. Was hat der denn da auf dem dabei? Maokai hat ihn mit einer Säuregun beschossen. Gut für uns, schlecht für ihn. Nee, die brauchen wir noch. Er googelt sich voll ein ab. Aber ehrlich. Gut, dass Maokai damit draufballert. Ja. Ja, 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 Party, Party, Party. Okay, super. Schnell, die müssen uns die Party angucken. Ich habe kurz Munition gesammelt. Die Party wird ein Brüller. Das war eine reizende Teeparty. Garçon, auf ein Wort. Garçon. Auf ein Wort. Könnten wir uns kurz unterhalten? Wenn alle Teepartys damit enden wird, dass ein Gast per Stromschlag geröstet wird, wären bestimmt klassische Romane auf der Pandora wesentlich beliebter. Wesentlich beliebter, okay. Ah ja. Wir kriegen eine Pistole. Oh, die macht aber mächtig Schaden. Oh, sie will den Hebel ziehen. Du solltest tot sein. Ein interessanter Standpunkt, Monsieur Flashstick. Monsieur Flashstick? Nein! Es tut mir leid, dass ich deine... Schön, röstet auch noch. Die beste Teeparty der Welt. Ach, die beste, ja. Die allerbeste. Wahnsinn. So, jetzt habe ich auch so eine schöne Pistole hier. Was hat es denn jetzt überhaupt gegeben? Pistolen. Mit Säure. Schuss. Und ich habe so eine rosa Mädchenwaffe gefunden. Mit so einem rosa Camo-Design. Ja, und guck mal, was da drunter steht. Als Titel quasi. Hab eine Teeparty und trink meinen Tee. Partei. Also ich schieß mal damit. Kein besonderer lustiger Effekt. Tja, der Spezialgast ist ausgeflogen. Der ist hinter sich. Ja, ja. War ein harter Tag für ihn. Okay. Ihr Skecklecker, wohin jetzt? Beenden wir den Part jetzt? Ja, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Ja, dann haben wir jetzt nur noch diese Hauptstory-Quest, mit der wir nächstes Mal weitermachen müssen. Ansonsten haben wir nämlich alles. Oh yeah. Klar. Dann aufmachen. Machen wir hier um den Goliath ein kleines... Seine Kimme! Maurer-Dekolleté. Maurer-Dekolleté. Alles klar. Er liegt auf so einem Zwerg, siehst du das? Guck mal. Wenn du von hier guckst, siehst du das. So ein Zwergarm guckt da noch raus. Nee, bei mir sieht man's nicht. Traurig. Bei mir ist... Okay. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Oh, unser Video.